So, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Bei diesem wunderschönen Wetter. Die Gegner habe ich mal ausgestellt, damit die uns nicht nerven. Gibt auch, glaube ich, nichts wirklich Neues zu Gegnern. Aber wir sind jetzt bei der 0.72 im neuen Jahr. Ich habe erst gedacht, es kommt sehr, sehr viel mehr neuer Inhalt, aber dem war nicht so, weil... Gut, es waren auch viele Feiertage dazwischen, das habe ich erst nicht bedacht. Und ganz, ganz viele Bugfixes. Hab jetzt nicht alle davon minutiert und Multiplayer behandle ich ja auch nicht. Aber könnt ihr dann auf survive.theforest.net nochmal nachlesen. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist in der Kanalinfo verlinkt. Ja, und das ist die erste Aufnahme mit diesem neuen PC. Und ich glaube, das Spiel sieht auch besser aus. Mal sehen, ob die Aufnahme besser aussieht. Das weiß ich noch nicht so genau. Und übrigens in der letzten Version, letzten Aufnahme, die letztes Jahr war, habe ich übrigens hier noch so einen kleinen Beutel gebaut aus, glaube ich, einem Seil und einem Hasenfell. Hasenfell hatten wir hier noch so drin gehabt. Das nur mal dazu. Dann konnte man 25 kleine Steine bauen für unsere Slingshot hier. Das ist nur mal eine Kleinigkeit. Ja, gut, ich muss noch ein bisschen auf die Übersetzung warten. Aber es... Ich habe auch einige Fixes hier reingehauen. Es sind über 100 Bugfixes geschehen. Ja, die nächste Version kommt noch in ungefähr 2 Wochen. Und es geht jetzt so langsam so Richtung Release, ne? Naja. Manche Tiere sind zum Beispiel stecken geblieben, wenn sie dem Spieler gefolgt sind. Oder Gänse, das hatte keinen Effekt. Oder wurden nicht getroffen durch überhaupt irgendwelche Waffen oder so. Das ist mir auch mal aufgefallen. Manche Rock-Sounds sind irgendwie, haben irgendwie gefehlt, wenn man darüber läuft. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist. Ist ja auch so ein Rock. Zum Beispiel jetzt, ne? Und es wird dunkel. Oder mit den Farben im Inventar. Oh, der Mauszeiger ist jetzt auch wieder anders. Habe ich auch, glaube ich, gelesen. Der war ja so rund. Jetzt haben die den wieder geändert, hier, das hier, ne? Mit den Farben... war so ein bisschen schwierig und jetzt oder mit den blauen Farben konnte man nicht so gut auswählen und auch die Menge, jetzt steht das auch richtig dran zum Beispiel und ich hatte glaube ich auch noch irgendwas mit den Herbs, was nochmal die, hatten glaube ich keine Kalorien oder so, ne, waren das diese hier? Energy Mix? Nee. Kalorien? Nee. Weiß nicht, welche waren das denn jetzt? Oder die hier? Nein, keine Ahnung. Naja. Dann gibt es jetzt... Ist das Gras... grüne Gras reduziert in den Schneegegenden. Ja, Blackberries, die können jetzt... Brombeeren können jetzt auch mit dem Pouch da eingesammelt werden mit denen hier. Da können wir dann auch hier schön sammeln. Und mit den Snowberries kannst du jetzt auch... Gift machen. So wie mit den Pilzen jetzt, ne? Und mit den Twinberries. Ja, komm mal. Haben wir noch Pfeile? Ah, wir haben genug Pfeile, ne? Aber falls man... Also können wir jetzt auch gar nicht mehr craften. Können wir noch irgendwo was ranmachen? Also du warst die Ex... Eigentlich soll das ja ein bisschen jetzt auch gefickt sein. Gefixt sein. Habe ich gefickt gesagt? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Mit den Effekten, aber die sieht man immer noch nicht dran, was hier so dran ist eigentlich. Aber hier ist natürlich Gift dran. Na gut, das mit Dings können wir noch vielleicht noch machen. Es wird aber langsam dunkel. Ob wir bald pennen können. Aber ich will natürlich. Ja, wir können, aber dann wird es ja, glaube ich, erst richtig Nacht. Ja, oder den Wasserpot. Da wurde das Trinkzeichen nicht angezeigt, wenn man nur Wasser trinken möchte. Wenn man untergeht, hat es einen kontinuierlichen Schaden, macht das. Wenn man ertrinkt, anstatt, bigger Ticks, keine Ahnung. Und wenn man jetzt im Boden rumstochert, dann gibt es Partikeleffekte. Mit dem Stick zum Beispiel, ne? Dann gab es wohl einen Bug. Ja, zum Beispiel hatten wir auch manchmal, wenn man die Gegner beschießt
mit Giftpfeilen, dass sie nicht grün wurden. Ne? Gut, ich habe jetzt keine Gen an, können wir also nicht testen, aber glaube ich dem mal, dem Spiel. Dann gibt es das neues Hai-Modell, Kopfmodell. Und das kannst du ja auch abschneiden. Und da gibt es auch mehr Details. Können wir nochmal gucken. Was sind jetzt die Herbs? Ich weiß nicht, was die Herbs sind. Irgendwas hatte keine Kalorienanzeige. Aber ich weiß nicht genau, welche das gemeint sind. Die Pflanzen haben wir ja alle. Und die Medizin hat aber keine Kalorienanzeige. Keine Ahnung, Leute. Von heute. Ja, und das mit Rusty Eggs. Wie gesagt, das ist ja eigentlich diese hier. Könnte ich die jetzt nochmal zerlegen zum Beispiel? Zack. Aber das geht nicht. Eigentlich sollte das jetzt wieder angeblich gehen. Aber irgendwie nicht. Walkie Talkie ist jetzt versteckt im Singleplayer. Das kann man gar nicht mehr sehen, glaube ich, ne? Oder? Wenn es versteckt ist, kann man es auch nicht mehr sehen. Pedometer haben wir ja hier. Nö. Aber wenn man Q drückt, hat man's, ne? Und es gibt jetzt auch eine Option darüber zum Beispiel, wenn man auf Gameplay klickt, ist eine Voice Call. Mit Mikrofon, genau. Das ist, wenn man mit anderen Spielern sprechen will, das ist die Lautstärke. Die kannst du auf bis zu 1000. Aha. Ja, kriegt das jetzt erstmal wieder richtig, ne? Gibt's hier leider keinen Pfeil. Egal, das ist auf 98. Und wir können mal schlafen. Würde ich sagen. Ich brauchte noch so eine Schlaf-G-Animation oder irgendwie sowas. Ich trink mal was. Ja, essen wir mal kurz was. Plain Eggs, ja. Die kann man jetzt nicht mehr auf diesen Weapon Rack da packen. Die bleibt im Inventar. Die soll auch nicht mehr so rumbuggen, dass sie ausgewählt wird automatisch. Aus Höhlen kommt zum Beispiel und sowas. Das ist auch hier ein Weapon. Oder das ist Explosive, ne? Also das ist das. Die kannst du alle hier machen. Slingshot und so. Da hat man ja schon einiges, ne? Wenn ich jetzt die hier auswählen würde, die Plain Axe. Die soll man da eigentlich nicht raufpacken, ne? Achso, die kann man raufpacken, aber die... Okay. Dann haben wir einen Ersatz, oder wie ist das? Warum komme ich nicht auf die 1 gerade? Was ist da los? Machete ist auf die 1. Die ist dahin gepackt, aber ich habe doch eben die Plain Axe genommen eigentlich. Hat er die Machete darauf gepackt. Das ist aber auch komisch. Naja, gut. Die andere kann sie da nicht mehr raufpacken. Ja, so einen Garten kann man nicht mehr auf dynamischen Strukturen bauen. Dann gibt es ein Rezept. Um den modernen Bogen und Pfeile kannst du jetzt hier reinmachen. Moderner Bogen ist der. Eigentlich Pfeil. Ja. Kannst du hier auch... hat der andere Bogen auch so rum. Mann. Ja, viele Kleinigkeiten natürlich. Man kann jetzt die Gegnerkeule hier upgraden. Das müsste, glaube ich, die sein, ne? Ja, steht auch schon Rezepte dran. Tree-Sap könnte ich mal ranballern. Aber dann geht die weg. Wieso? Was ist da los? Buggy oder was? Dann kannst du hier diese vielleicht ranballern, aber das macht er nicht. Hä? Oder ist die gemeint? Nein, eigentlich nicht. Crafted und Crafted Club.
Federn. Die kann ich daran ballern. So, ist ganz komisch hier. Ja, ein bisschen Speed. Noch mehr. So. Das ist die. Das ist jetzt die, aber mit der kannst du es nicht machen, ne? Oder doch? So. Die beiden. Egal, ballern wir die mal ein bisschen voll hier. So, da siehst du es ja wenigstens. So, der macht ja unendlich, wenn man hier die Sachen rauflegt, macht er jetzt ja unendlich. Wir haben ja auch genug gehabt. Das war ja letztens noch ein Update davon. Haben wir das auch mal wieder gesehen. So, wenn man jetzt irgendwas ausrüstet, glaube ich. Warte mal, soll ich Equip? Eigentlich sollte sich das Inventar nicht mehr schließen oder irgendwie sowas. Oder bei manchen Dingen, ich weiß es auch nicht so genau. Habe ich auch irgendwie gelesen. Und jetzt kann man eigentlich auch 30 von jedem Item sammeln, das man im Inventar hat, angeblich. Aber du kannst auch nicht hier mit sowas da. Das ist ja auch komisch. Könnte ich noch mehr sagen? Nee, kann ich nämlich nicht. Obwohl, ja, verstehe ich nicht manchmal, ne? So, wollen wir mal hier rumstochern? Das sind diese Partikel hier. Effekte. Aber das ist, glaube ich, eh der falsche Stock dafür. Da finde ich auch immer nicht durch. Dann muss ich den nehmen. Obwohl er dann den hier auch nimmt. Das ist manchmal merkwürdig, ne? Egal. Gut, haben wir mal ein bisschen die Partikeleffekte hier gesehen. Ich muss mir das noch ein bisschen abhaken hier. Jetzt komme ich durcheinander. Ja, das war das. So, Survival Book. Gibt es auch noch einiges. Mehr einheitliche Nummerierung und ja, Crafting Guide Pages. Crafting Guide. Hier ist auch so ein bisschen. War das immer so? Nummer hier. Ach, hier sind die Nummerierungen auch von da. Okay. Das ist damit gemeint. Okay. Dann gibt es noch Health, Mass, Med Text in Book Inventory is now consistent. Inventar, Held und Metz. Can be eaten to greatly. Ja, sowas hier. Wenn das da steht, Restores Health. Dann sollte das angeblich auch hier drin stehen. Wo komme ich denn da jetzt nochmal? Ja, da. Nicht Nature Guide. Oder ist es denn hier? Aber das, was da steht, das steht ja nicht genau hier. Gut, naja. Muss ich auch nicht verstehen, ne? Dann soll das ja alles übereinstimmen mit den Blueprints und ja, wie viel man von irgendwas braucht. Das einzige Beispiel, was ich wüsste, wäre das Drying Rack und da steht jetzt auch 5. Okay. Irgendwie wirkt das alles besser hier so, ne? Weiß ich auch nicht warum. Oder habe ich da irgendwas eingestellt? Added Defensive Structures. Index. Traps and Defensive Structures. Aha, ja, das ist ja das. Oder hat das jetzt sozusagen eine Überschrift? Und vorher war das hier irgendwie nicht so. Ich glaube ja. Okay, das ist damit gemeint.
So, was haben wir noch? Man kann jetzt auch nicht mehr so einige Teile des Flugzeuges betreten oder also beklettern, meine ich. Einige Bäume und einige Baumstümpfe und auch Wasserfälle. Und wir haben hier hinten einen Wasserfall zum Beispiel. Geht aber nicht. Komisch. Na gut, das war nicht der gemeint. Flugzeug können wir auch noch mal irgendwann gucken oder so. Ne? Ja, das mit der den Lautstärkeregler für den Walkie-Talkie habe ich auch ja schon erzählt. Ja, eigentlich steht hier was. Added an option to items to prevent closing inventory when equipping it from there. Ja, hab ja zum Beispiel das Beispiel gemacht, dass ich hier was nehme. Aber naja, irgendwie. Jetzt kann man irgendwie Bose Toy Arms and Legs to the Crafting Map. Aber die haben wir ja schon zusammengebaut, das hier. So. Toy Arms. So, da kannst du jetzt alles einzeln machen hier. So, zack. Und da, ja. Aber die haben wir ja schon zusammengebaut. Anscheinend. Das hätte man jetzt auch einzeln machen können. Ja, dann gibt es jetzt Algen bei der Yacht. Und, damit, dann gibt es jetzt den Rost nicht mehr, was da wohl war. Algen ersetzen das jetzt. Dann, ja, angezündete Molotows und, Dynamit. Wenn man Wasser wirft, dann sollen die ausgehen. War das vorher nicht ganz so der Fall? Ich weiß es nicht. Machen wir mal den Test. Einen verbrate ich mal. Okay. Kann ich den aber noch einsammeln wieder? Nein, natürlich nicht. Schade, schade. Ja, denn die Custom Effigies, die kannst du nicht mehr einfach so anzünden. Müssen wir auch mal testen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, jetzt sind hier allgemein 12 Crafting-Rezepte verfügbar. Oder die angezeigt werden, wenn man überhaupt irgendwelche hätte hier. Aber ich habe jetzt kein so gutes Beispiel, ne? Hier sind 6, aber es können bis zu 12 angezeigt werden. Das wurde wahrscheinlich auch wieder mehr. Hier haben wir schon 7, glaube ich. Und so. Also es ist hier. Ich habe ja schon alles gecraftet, das kann ich jetzt ja nicht so gut zeigen, ne? Dann kann man jetzt die kleinen Spinnen töten, die manchmal unter Steinen sich verbergen. Können wir auch nochmal nachsuchen. Vielleicht mache ich noch eine kleine Folge oder so. Water Collector, die haben jetzt neueste Textur, Schale, Panzer, wie auch immer. Sieht jetzt so aus. Oh, ist ja nice. Hauptsache hier ist. Sieht man gar nicht so richtig, dass da Wasser drin ist oder so, ne? Das ist ein bisschen blöd. Okay. Sieht man jetzt nicht so gut die Menge mehr, finde ich. Naja. Bonfire Material. Wenn es angezündet wird, soll auch besser aussehen. Wir können mal wieder so ein Dings bauen, vielleicht, ja. Denn. Der Baumstammschlitten, das finde ich auch ganz nett. Der kann jetzt 12 Baumstämme tragen statt 11. Das ist auch ganz gut. Wir können vielleicht mal ein bisschen Bäume hacken oder so, aber vielleicht nicht mehr in dieser Folge. Ja, Maus haben wir schon gesehen hier. Das sieht wieder ein bisschen anders aus. War vielleicht ein bisschen komisch vorher. So rund, keine Ahnung. Roof Lock Modell, das wurde auch überarbeitet. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Von drinnen einmal.
Er ist auch Kollision übrigens, der Kronleuchter. Das habe ich auch noch vergessen zum Beispiel. Survival Book, Build Image von Rabbit Cage, Lockholder und Small Kabinett. Soll hier auch wohl anders aussehen. Sieht es hier so aus. Rabbit Cage, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt sich groß was getan hat. Und Lockholder. Okay. Build Image. Und ja, Log Cabin, Small Cabin, Gazebo, Garden, Bonfire, Rockside Plattform, Defensive Strike, Tree Plattforms, Floor Plattform, Wood Target, Prozedural, Roof, All New. Ja, die haben bloß das, alles ist das neue Log Modell, ne? Und neue Texturen. Was haben wir denn? Wir haben ja hier einen Garten. Ich will jetzt, muss jetzt jedes einzelne davon zeigen. Nicht unbedingt, ne? Wir können mal wieder so ein Dings bauen. Aber das Einzige, was wir nur haben, ist der Garten, ne? Ja, die Baumstämme sind halt ein bisschen anders. Das kann ich mal ernten, aber wir können eh nichts mitnehmen. Ups, naja. Das Essen könnte ich mal. Ja, den Rest machen wir vielleicht in der nächsten Folge von The Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.